Die Tiroler FPÖ ist in den letzten Monaten auf Tauchstation gegangen. Die sonst oft so angriffigen Freiheitlichen haben sich wesentlich zurückhaltender gezeigt. Ihr Lieblingsthema, die Migration, ist in den aktuellen Ereignissen der letzten Monate untergegangen. Und auch mit Kritik am Corona-Krisenmanagement der Tiroler Landesregierung hat die FPÖ eher hinter dem Berg gehalten. Wir haben immer noch sehr, sehr viele Unternehmer, die eben unser Leid klagen und sagen, es ist noch nichts angekommen, es ist beschlossen, ja. Und wir stehen auch hinter diesen Förderungen. Aber jetzt muss die Landesregierung endlich in die Gänge kommen und auch schauen, dass das bei der Bevölkerung ankommt. Zu kämpfen hat die FPÖ genug in ihrer eigenen Partei. Ibiza hängt immer noch wie eine dunkle Wolke über den Freiheitlichen. Die Skandale um den einstigen Star der Partei, Heinz-Christian Strache, schaden auch der Tiroler FPÖ immer noch. Und sich jetzt von Strache abzugrenzen, ist für die Freiheitlichen eine schwierige Aufgabe. Die Tiroler Freiheitliche Partei wird behaupten, das waren nicht wir, aber das wird so nicht glaubhaft ankommen. Sie wird versuchen, durchzutauchen, aber solange Ibiza in der öffentlichen Wahrnehmung ein Problem der gesamten FPÖ ist und Heinz-Christian Strache nicht vergessen wird, und er wird nicht so rasch vergessen werden, wird die Freiheitliche Partei auch in Tirol davon betroffen bleiben. Eine mögliche Regierungsbeteiligung der FPÖ bleibt in Tirol damit wohl weiterhin unwahrscheinlich. Markus Abwärtsger, willkommen beim Sommergespräch. Danke für die Einladung. Herr Abwärtsger, wie oft werden Sie denn noch auf den früheren Bundesparteichef HC Strache angesprochen? Öfter als man lieb ist, das ist klar. Und in der Analyse hat der Professor auch größtenteils recht, das muss man ganz klar sagen. Und das ist ein Problem der Partei. Wir haben es aber geschafft, uns schon deutlich abzugrenzen. Es ist aber nicht direkt das Problem der FPÖ Tirol. Wir waren immer sauber und das haben wir eigentlich gelebt. Es wird halt Zeit dauern, bis man das Ganze dann schlussendlich überwunden hat. Aber die Zeit wird kommen und wir haben unglaublich starke und gute Funktionäre, die uns die Stange gehalten haben. Und es gilt jetzt, alles daran zu setzen, dass man dem Wähler auch wieder das Vertrauen gibt, uns zu wählen. Nach dem Ibiza-Video hat es zwei Wahlen in Österreich gegeben, die beide mit einer herben Niederlage für die FPÖ geendet haben, auch in Tirol. Wie sehr fehlt denn eine Führungspersönlichkeit in der FPÖ, wie es Strache war oder früher auch Haider? Nein, also das fehlt nicht. Wir haben einen Bundesparteiobmann, Norbert Hofer, der eigentlich das beste Ergebnis aller Obleute in der Freiheitlichen Partei davongetragen hat. Aber da wäre fast Bundespräsident geworden, ja, aber als Person nicht. Also die Person Norbert Hofer ist unantastbar, er macht einen sehr guten Job als Bundesparteiobmann. Da möchte ja wohl keiner tauschen in dieser Situation. Und wir haben mit Herbert Kickl, glaube ich, den besten Politiker Österreichs, einen sehr, sehr guten Innenminister, der sehr, sehr guter Innenminister war. Und ich glaube auch, dass die Themenlage in Zukunft auch wieder für uns spricht. Wichtig ist nur, dass wir diese Politik nach außen transportieren, die wir auch leben und die soziale Heimatpartei leben. Und das ist ganz, ganz wichtig und deshalb ein klarer Schnitt mit HC Strache und dessen Machenschaften. Und Sie halten fest am Führungsduo Hofer-Kickl? Absolut. Haben Sie Sorge, dass die FPÖ-Wahlniederlagen jetzt bei der Wien-Wahl im Herbst fortgesetzt werden? Na, ich habe das eh schon gesagt. Also hoch gewinnen werden wir das nicht mehr in Wien, aber ich glaube, die Wiener Funktionäre sind hoch motiviert. Wir können auch mit dem Dominik Knepp, der für mich eine sehr, sehr gute Arbeit macht. Das ist eine unglaublich schwierige Situation, insbesondere auch, weil HC Strache selber antritt. Ich glaube, dass wir dort ein Wunder schaffen können. 30% werden es nicht mehr werden, aber ich glaube, dass wir dort trotz all dem, was vorgefallen ist, gut abschneiden werden. Aber sollte es wieder starke Verluste geben, ist es dann Zeit, irgendetwas zu ändern am Kurs der FPÖ? Nein, einen Kurswechsel brauchen wir nicht. Wir brauchen eine Erweiterung. Das habe ich auch immer betont. Und damit habe ich auch einen parteiinternen Diskussionsprozess geschafft, dass man darüber diskutiert. Und das wäre wichtig. Aber die Wie Themen, soll die Erweiterung aussehen? Naja, die Themen Zuwanderung, Migration, Integration sind immer wichtige Themen. Auch die Themen Kriminalität. Ganz, ganz wichtig, die soziale Heimatpartei, die wir auch im Namen tragen, müssen wir verstärkt nach außen tragen. Es gibt da viele Modelle, also die Erhöhung des Arbeitslosengeldes, aber auch eine wirklich tatsächliche Solidarabgabe für all jene Personen, die über 5 Millionen Euro netto Vermögen auf der Bank haben. Die Benkos, die Biras in Österreich, nicht? Die an und für sich von der ÖVP geschützt werden, auch die müssen ihre Solidarität leisten. Und gewisse Themenbereiche, wie gerade der Umweltschutz, aber auch der Tierschutz, insbesondere der Tierschutz, der mir ein großes Anliegen ist, muss vermehrt nach außen getragen werden. Da haben wir noch Luft nach oben.
Lassen Sie mich noch kurz beim Thema Migration bleiben. Wie sehr fehlt es denn der FPÖ, dass die Migration unter anderem durch Corona derzeit eigentlich kaum Thema ist? Naja, kaum Thema ist es deshalb, weil es halt nicht transportiert wird. Wir haben Anlandungen auf Lampedusa, wir haben sonstige Übertritte in Europa. Also die Migration aber ist in ja Tirol nicht weg. Findet kaum Migration statt derzeit. Naja, das wird schon kommen. Das wird auch wieder kommen. Jetzt derzeit sind die Grenzen besser geschützt, gut geschützt aufgrund der Corona-Krise. Aber das Thema ist ja nicht weg. Wir haben ein massives Integrationsproblem. Wir müssen uns anschauen, was in Wien passiert, wo österreichische Staatsbürger bitte, die in der zweiten, dritten Generation hier leben, türkischstämmig sind, aufeinander losgehen, Kurden gegen Türken. Wir haben in Kufstein die grauen Wölfe, die Integration nicht leben. Das sind Zustände, die werden noch mehr nach außen transportiert werden. Und da sind wir die einzige politische Kraft, die da dagegen hält. Und Sie wollen sich erweitern durch soziale Themen, wo Sie aber dann eigentlich kein Alleinstellungsmerkmal haben. Das ist auch von der SPÖ besetzt beispielsweise. Nein, in Tirol nicht. Also ich glaube, in Tirol verbindet man mit der SPÖ kein soziales Gewissen. Definitiv nicht. Das sind schon wir. Ich habe es jetzt angeschaut für dieses Sommergespräch. Wir haben alleine jetzt in den letzten 2,5 Jahren 15 Anträge durchgebracht als Oppositionspartei. Ein Großteil davon mit sozialen Themen. Verjährungsverzicht für die Heimopfer, das ist unser Verdienst. Wir haben der erweiterte Kreis für den Heizkostenzuschuss. Das ist unser Antrag. Also, dass Leute mehr Heizkostenzuschuss bekommen, das war die Initiative der FPÖ und nicht anderer Parteien. Kriminalitätsstudie, all das sind Punkte, die uns sehr, sehr wichtig sind und die in den Bereichen des Sozialen hineinspielen. Insbesondere auch die Kriseninterventionswohnungen, das ist mein Verdienst gewesen, für Jugendliche dort in Zusammenarbeit mit der zuständigen Landesrätin. Ich möchte noch einmal kurz auf Ihren früheren Parteichef zu sprechen kommen. Der plant ja bei der Wien-Wahl anzutreten, wenn er denn antreten darf und dort ins Landesparlament kommt. Haben Sie Sorge, dass Strache von Wien aus bundesweit eine eigene Partei aufbaut und damit Konkurrenz macht der FPÖ? Nein, das ist ein Rohrkrepierer. Mir tut HC Strache insofern leid, weil er offenbar wirklich in einer Parallelwelt lebt. Ich habe das auch schon mehrfach zum Ausdruck gebracht. Ich weiß nicht, wer ihn berät. Nicht? Ich habe nur gehört, dass ihn Leute beraten, die in der Vergangenheit schon mehr als negativ aufgefallen sind. Nicht? Die haben viel Erfahrung vor Gericht, weniger Erfahrung dementsprechend, wie man ordentliche Politik macht und Politik für den Menschen macht. Ich glaube nicht, dass das ein Zukunftsprojekt hat. Österreichweit sowieso nicht. Und in Tirol spüren Sie da nicht, dass da gerade die Fühler ausgestreckt werden? Nein. Also wir haben aufgrund des Verhaltens von HC Strache haben wir aufgrund des Spesenskandals, also Ibiza muss man da getrennt sehen, aufgrund des Spesenskandals haben wir doch sehr viele, einige Mitglieder verloren, weniger als gedacht. Wir haben sehr wenige Funktionäre verloren, es tut mir um jeden einzelnen Funktionär leid, die Funktionäre stehen hinter der Partei. Also HC Strache ist in Tirol kein Thema mehr, er ist nur negativ behaftet und das ist leider sein Verdienst. Die Corona-Krise. Die FPÖ fordert die Rücknahme zahlreicher Maßnahmen. Wie stehen Sie denn zur wieder eingeführten Maskenpflicht in Supermärkten? Naja, die Zurücknahme der Maßnahmen fordert in erster Linie der Verfassungsgerichtshof. Also wenn der Verfassungsgerichtshofpräsident davon spricht, dass das verfassungswidrige fordert Maßnahmen sind. Fordert auch die FPÖ in einer Petition? Ja, fordern wir auch in einer Petition, sogar vor dem Verfassungsgerichtshof, weil wir halt gesehen haben, dass diese Grund- und Freiheitsrechte, die Beschränkung dieser Grund- und Freiheitsrechte, wie das die Regierung angelegt hat, absolut verfassungswidrig sind. Ich kann nicht der Anschober, ich sage immer Angstschober zu ihm, der hat, glaube ich, im Tagestakt hat er Verordnungen erlassen, die gesetzwidrig sind, verfassungswidrig sind. Das geht ja nicht. Stellen Sie mal vor, ein freiheitlicher Sozialminister hätte das verbrochen, nicht in dem Sinne. Der wäre schon am dritten Tag rücktrittsreif gewesen. Das wissen wir jetzt, dass einige Maßnahmen verfassungswidrig waren. Jetzt wurde angesichts der steigenden Zahlen wieder die Maskenpflicht eingeführt für Supermärkte. Ich frage Sie, wie sehen Sie das? Ist das sinnvoll für Sie? Na, ich habe es da wieder Armin Wolf, der gesagt hat, die Wahrscheinlichkeit, sich mit Corona anzustecken, ist weniger wahrscheinlich, wie vom Blitz getroffen zu werden, hat er gesagt in der ZIP 2. Und das sehe ich auch so. Also man muss schon ein bisschen mit Augenmaß vorgehen. Also die Maskenpflicht ist ja eigentlich eine Maskerade. Und ich kann Ihnen sagen, warum. Wir haben damals, ganz am Anfang der Krise, wo wir davon ausgegangen sind, dass die Durchseuchungsrate in Österreich viel höher ist, ganz hoch ist, so beispielsweise in Tirol, habe ich sogar das dem Landeshauptmann vorgeschlagen, da hat es geheißen, nein, das bringt alles nicht, das ist alles gesundheitsschädlich. Nicht? Jetzt, wo wir wissen, dass die Durchseuchungsrate nicht hoch ist, die Infektionszahlen unter 100 sind täglich in Österreich, da bringt die Maskenpflicht eigentlich gar nichts. Und es bringt die Maskenpflicht sicherlich nichts in Kärnten, wenn ich auf der Promenade eine Maske tragen muss und 2 Meter daneben sitzen alle in einem Restaurant, tragen keine Maske. Also das ist alles eine Maskerade, mit dem macht man Angst.
Kurz und Co. und Angstschober machen Angst, der Bevölkerung Angst, mit diesen Maßnahmen irgendwas bewerkstelligen zu können. Masken gut und recht für vulnerable Gruppen, das sind ältere Personen, die gehören vermehrt geschützt. Da hat man zu lange zugeschaut, aber sicherlich nicht, wenn ich auf der Straße spazieren gehe. Und man sieht ja, wie die Angst funktioniert und wie die Angst dementsprechend auch mittlerweile schon bei der Bevölkerung angekommen ist. Ich habe mir sehen Leute, die schwimmen gehen im Teich mit Maske. Wir sehen Leute auf der Straße, wo auf 100 Meter kein anderer rum ist, da tragen sie eine Maske aus Angst. Leute, die allein im Auto fahren, tragen Maske. Also das ist die Angstpolitik der Regierung und das lehnen wir komplett. Also die Maske gehört Ihrer Meinung nach weg? Was halten Sie von nicht der überall, also für bestimmte Gruppen schon und in bestimmten Bereichen, im medizinischen Bereich sehr wohl, aber sicherlich nicht für den Großteil der Bevölkerung. Dann fassen wir es anders zusammen. Die Maske gehört großteils weg. Was halten Sie denn von der Corona-Ampel? Das ist ein Frühwarnsystem, wo es dann Reaktionen geben soll im Fall des Falles und zwar regional. Das müsste dann eigentlich in Ihrem Sinn sein. So besser wie der Babyelefant und wie dann schlussendlich das ausgestaltet ist, das ist ja noch in Arbeit, da bin ich sehr gespannt. Könnte aber sicherlich ein Projekt sein, wo sinnvoll ist, wenn man sagt, okay, in gewissen Bereichen ist die Infektionsgefahr höher, dass man dann mehr aufpasst, logischerweise, das ist richtig und gut. Auch die Abstandsregeln finde ich jetzt in bestimmten Bereichen jetzt auch sinnvoll, weil man ja dementsprechend, jetzt kommt der Herbst, jetzt kommt die Grippesaison schlechthin. Also da werden wir sowieso einige Situationen noch erleben, die nicht sehr schön sein werden. Aber dass man in dem Bereich Maßnahmen setzt, finde ich nicht schlecht. Soll dann diese Maßnahme, das ist ja noch in Diskussion, auf Bezirksebene, auf Gemeindeebene erfolgen? Ja, dort, wo es halt sinnvoll ist. Also wenn ich in bestimmten Gemeinden jetzt wie St. Wolfgang eine höhere Infektionsrate habe, dann werden wir dort Maßnahmen setzen müssen. Sinnvolle und Maßnahmen nachhaltige mit Weitsicht, nicht Huruk-Maßnahmen wie alles, was vom Gesundheitsministerium kommt, sondern einfach Maßnahmen, die dann tatsächlich helfen. Und finde ich es auch Gemeindeebene ebenfalls sinnvoll. Ja. In Berlin hat es am Wochenende umstrittene Demonstrationen gegeben gegen Corona-Regeln. Wie stehen Sie zu diesen Protesten? Es ist ein Grundrecht, auf die Straße zu gehen, zu demonstrieren, ist ein Grundrecht, genauso wie die andere Demonstration gegen Rassismus. Vom Inhalt her ein sehr wichtiges Thema und ich verstehe die Personen auch, die dann auf die Straße gehen. Interessanterweise war da der Aufschrei nicht sehr groß, wo 50.000 Personen sich in Wien getroffen haben, ohne Abstand, ohne Masken. Da hat man dann ein eigenes Gesetz gemacht für diese Personen, logischerweise nicht. Und jetzt ist der Aufschrei groß, weil sich Personen gegen Corona-Regeln wehren. Also es ist ein Grundrecht. War, weil unter anderem die Abstandsregeln und die Maskenpflicht nicht eingehalten wurde damals auch nicht eingehalten. 50.000 in Wien, 10.000 oder 5.000 oder 6.000, ich weiß nicht, wie es waren am Landesplatz, da war keine Abstandsregel. Da hat sich aber niemand aufgeregt. Sehen Sie, es ist in Österreich mittlerweile ist es Fakt, dass es nicht darauf ankommt, was gemacht wird, sondern wer was macht. Und das ist eine unglaubliche Ungerechtigkeit, gegen die wir immer verwehren. Also bei dieser Demo in Wien gab es auch Diskussion darüber, wegen der Missachtung der Maskenpflicht, genauso wie jetzt in Berlin. In Berlin bei dieser Demo waren auch Personen dabei, die das Coronavirus grundsätzlich leugnen. Wie sehen Sie das? Muss man da klar Position beziehen, sich klar abgrenzen? Also das Coronavirus leugnen kann man ja nicht, das ist ja Fakt, nicht? Das gibt's. Es ist die Gefährlichkeit vom Coronavirus ist ja auch Fakt. Das ist ja auch in erster Linie aber deshalb, weil es noch unbekannt ist, weil man es noch nicht erforscht hat und weil es kein Medikament für die Behandlung gibt. Nicht? Das ist ganz klar. Und ich bin der Letzte, der jetzt die Gefährlichkeit vom Coronavirus außer Frage stellt. Es gibt Studien mittlerweile, die Langzeitfolgen, Lungenschäden etc. Gerade für alte Leute sehr, sehr schwieriger Virus. Deshalb hoffe ich auch, dass wir bald einmal ein Medikament haben, um diese Beschwerden zu lindern. Aber wir werden lernen müssen, mit diesem Virus zu leben und umzugehen. Und so wie es derzeit fallweise von der Regierung gemacht wird, ist das der falsche Weg. Ich möchte mit Ihnen noch gerne über die Entwicklung des Tourismus in Tirol sprechen. Sie mögen die Kritik am Massentourismus in Ischgl gar nicht. Sprich, Sie kritisieren die Kritik am Massentourismus in Ischgl. Soll es in Ischgl so weitergehen wie immer? Naja, also der Rufmord sozusagen, das Tirol-Bashing und das Ischgl-Bashing muss aus meiner Sicht endlich ein Ende haben. Also wir haben Situationen, wo einfach nicht mehr nachvollziehbar sind. Wir haben einen Vizekanzler, der vor laufender Kamera sagt, wir wollen keine kleinen Ischgls haben. Wir haben. Aber ich möchte Sie fragen, soll der Tourismus in Ischgl so weitergehen wie bisher? Schauen Sie, mit politischem Lenken ist in der Wirtschaft noch nie richtig gut gegangen. Das muss man auch definitiv sagen. Wir haben in Tirol eine Vielfalt im Tourismus. Wir haben in Tirol eine Vielfalt an Möglichkeiten. Das heißt,
wenn ich nach Tirol gehe, habe ich mehrere Möglichkeiten. Ich kann sanften Tourismus erleben, so dass ich überhaupt keinen Menschen mehr sehe, aber ich kann auch Event-Tourismus erleben. Wenn ich jetzt hergehe und sage, ich diesen Event-Tourismus, den mag ich nicht mehr haben, dann wird mir das fehlen. Weil derjenige, der Event-Tourismus macht, geht dann nicht zum sanften Tourismus über, sondern wird irgendwo anders hingehen. Die Vielfalt macht es aus. Und ich glaube nicht, dass man der Bevölkerung oder den Unternehmen in Ischgl irgendwas vorwerfen wird können oder den anderen Tälern. Das sind unglaubliche Pioniere, die haben viel geleistet für unser Tirol. 25% der Wertschöpfung, der gesamten Wertschöpfung in Tirol, ist durch den Tourismus. Und das ist nicht der Tourismus, der sanfte Tourismus, den man findet, sondern das ist dieser wertschöpfende Tourismus. Und dieses Tirol-Bashing und Ischgl-Bashing, insbesondere von Regierungsmitgliedern, ist das Letzte. Und ansonsten in dieser Richtung, wenn eine Landeshauptfrau Stellvertreterin in Tirol den Tiroler Tourismus in deutschen Medien schlecht macht, dann ist sie für mich rücktrittsreif. Also die Wirtschaft soll den Tourismus in Tirol regeln. Solange es Kunden gibt, die den Eventtourismus, die den Massentourismus wollen, ist das für Sie okay? Natürlich ist immer die Frage, wie weit, wie viel geht noch? Nicht? Wie viel geht noch? Geht noch mehr? Naja, es ist derzeit, ich glaube, das braucht nicht mehr in dem Sinne. Aber es braucht auch nicht eine Regulierung jetzt in Ischgl und zu sagen, es dürfte keinen Ballermann mehr haben. Das ist ja ein Wahnsinn. Gibt Ihnen zu denken, dass Ballermann zum Beispiel in diesem Sommer geschlossen ist, wegen der Corona-Gefahr und wegen der ausschweifenden Partys? Ja, natürlich. Aber der Ballermann ist jetzt nicht schuld an der Verbreitung oder am Virus Corona selber. Nicht? Wenn das im Sommer passiert wäre, dann wäre vielleicht St. Wolfgang der große Punkt gewesen. Oder vielleicht Mallorca oder vielleicht eine andere Destination, wo viele Leute zusammenkommen. Virusinfektionen, Viruserkrankungen sind halt nun mal Ergebnis von dem, wo viele Leute aufeinander kommen. Und ob das jetzt, das war leider Gottes in Ischgl, die Ischglerinnen und Ischgler haben meines Erachtens die Hochachtung, dass sie dies so durchgestanden haben und sie müssen noch mehr durchstehen, weil die Marke Tirol ist aufgrund der Handlungen der Regierung, und das ist die Behörde, die da falsch gehandelt hat, unglaublich in Mitleidenschaft gezogen worden. Und da werden wir noch lange dran kauen müssen. Was soll man denn tun, um das wieder zu verbessern, das Image Tirols als Tourismusland? Ja, mal in erster Linie ein Phalanx bilden, also eine Mauer bilden hinter dem Tourismus, für den Tourismus in Tirol, für die Region. Ich kann ja nicht als Regierungsmitglied Ischgl schlecht machen. Ich kann nicht als Regierungsmitglied den Tiroler Tourismus schlecht machen, wo ich genau weiß, dass ohne Tiroler Tourismus in vielen Tälern das Licht ausgehen wird. Das ist ja unglaublich. Das ist ja eigentlich schon grob fahrlässig in der Richtung, wo Tirol geschädigt wird. Und da machen wir nicht mit. Wir kommen zur Zukunft Ihrer Partei. Wir haben jetzt Halbzeit zwischen den Landtagswahlen. Haben Sie vor oder wollen Sie die FPÖ noch ein weiteres Mal in die Landtagswahl führen? Also mein Akku ist nicht leer. Also ich glaube, ich bin noch voller Tatendrang. Und ich habe ja jetzt auch in schwierigen Zeiten mir vorgenommen, das ist wie in einer Ehe, nicht? Also auch in schwierigen Zeiten muss man auch zur Partei stehen. Und das sind derzeit herausfordernde Zeiten. Aber was mich sehr positiv gestimmt hat, und das war jetzt kein einfaches Jahr. Nicht? Ich bin nicht derjenige, der da irgendwas das Blaue vom Himmel verspricht oder sagt, das war alles super, wenn es nicht so war. Es waren sehr schwierige Zeiten, auch für mich persönlich. Aber ich habe die Kraft durch die Funktionäre wieder zurückbekommen. Die Funktionäre, die trotz dieser Krise, die ehrenamtlich auf der Straße stehen, die in Gemeinderäten ehrenamtlich arbeiten und die freiheitliche Politik weitertreiben, die haben mir so viel Kraft gegeben, dass ich gesagt habe, nein, die Herausforderung der Gemeinderatswahl möchte ich noch meistern und auch die Herausforderung der Landtagswahlen, sofern die Partei das natürlich möchte. Wie schwer ist denn die Vorbereitung für die Gemeinderatswahl im Sinne von Suche nach Kandidaten jetzt im Zuge dieser ganzen Debatten in der FPÖ? Also wir haben also die Gemeinden, die guten, großen Gemeinden, wo wir angetreten sind, da werden wir auch wieder antreten. Aber ich muss gleich von vorn weg sagen, also wir werden mehr auf Qualität statt Quantität setzen. Ich kann das auch begründen. Und das hat sprich, Sie finden also nicht ausreichend Kandidaten, wie Sie es gerne hätten. Natürlich finden wir ausreichend Kandidaten, aber die Qualität muss entscheidend sein. Also wir haben natürlich aufgrund der letzten Gemeinderatswahlen, wo wir einen unglaublichen Hype gehabt haben, da haben wir uns verdreifacht. Wir haben aber gesehen, dass das nicht der richtige Weg ist, aus dem einfachen Grund, weil wir dort halt leider Gottes fallweise auch Personen gehabt haben, die jetzt nicht unbedingt mit der freiheitlichen Ideologie, mit der freiheitlichen Gesinnung zu uns zu perfekt gepasst haben. Nicht? Und das sind so Glücksritter gewesen, die wollen wir in Zukunft eben nicht mehr haben. Wir wollen qualitativ stark antreten und uns ist jetzt nicht wichtig, ob dort unbedingt ein FPÖ-Mitglied jetzt in diesem Gemeinderat drinnen ist, sondern dass freiheitliche Politik gemacht wird. Wir werden auch Parteien und wir werden auch Gruppen unterstützen, Personen unterstützen, die freiheitliche Gesinnung haben, aber mit Bürgerlisten antreten wollen. Das macht ja die ÖVP auch nicht. Vor der Gemeinderatswahl ist ja niemand ÖVP-Mitglied.
Nicht? Und danach, nach den Gemeinderatswahlen, sind das alles ÖVP-Bürgermeister. Nicht? Das ist ja auch die Taktik der ÖVP, aber wir werden das in dem Sinn auch machen. Wichtig ist, dass freiheitliche Politik auch in den Gemeindestuben gemacht wird. Wo sehen Sie die Freiheitlichen künftig weiter in der Opposition oder doch in der Regierung nach der nächsten Landtagswahl? Ja, so wie sich die Rolle darstellt in der Opposition, ganz klar. Also wir haben, ich habe jetzt die ÖVP kennengelernt auf Bundesebene in der Regierung. Ich habe da auch sehr viel mitarbeiten dürfen und war auch maßgeblich daran beteiligt für einige Bereiche im Regierungsprogramm. Man hat sie kennengelernt. Die ÖVP versteht zwei Dinge gut und das ist der Machterhalt und Machtausbau und da opfern sie auch jeden. Das muss man auch ganz klar sagen. Wir haben in Tirol feststellen müssen, dass sie keine Handschlagqualität haben, gerade in den letzten Landtagen. Wir haben feststellen müssen, dass der Juniorpartner untergeht, dass der überhaupt keine Handschrift hinterlassen kann. Und deshalb ist es in Tirol mit dieser Übermacht der ÖVP erst dann sinnvoll, in eine Regierung zu gehen, wenn man die 20%-Marke überspringt. Und da werden wir schauen, wo wir landen. Da hat man jetzt noch 2,5 Jahre Zeit, wenn die Landtagswahl planmäßig stattfindet. Wir kommen zur letzten Frage. Herr Abwärtsger, wie hat es denn bei Ihnen Corona den Sommer und die Pläne für den Sommer verändert? Ja, also es hat natürlich den Sommer verändert. Wir wollten natürlich so wie jedes Jahr nach Korsika. Das ist sich dieses Jahr leider Gottes nicht ausgegangen wegen Corona. Aber wir haben das deshalb jetzt, genießen wir es umso mehr, dass wir einige Tage in den Tiroler Bergen unterwegs sein können. Hüttenübernachtung geht sich vielleicht aus. Ein paar Tage habe ich schon Zeit. Herr Abwärtsger, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke.